Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Hey. Hier im Bienental. Wo willst du hin? Bring mich über den Pass, bitte. In Ordnung. Ich danke dir. Wenn du rübergehst, folge ich dir einfach. Ja, dann komm mit. Hä? Was? Warum? Du wolltest mir doch folgen. Hey, folge mir doch. Was? Ja, dann komm doch. Was? Du folgst mir doch gar nicht. Oder folgt er mir implizit? Also, sobald ich hier durchgehe, ist er da. Bin ich ja mal gespannt. Nee, der ist nicht da. Hä? Ist der blöd? Ich hab gesagt, komm mit und folge mir. Und er hat gesagt, er folgt mir. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Hey, du. Bring. Geh doch einfach durch. Da drin ist es so dunkel. Ich gehe da auf keinen Fall alleine rein. Ja, also. In Ordnung. Ich danke dir. Wenn du rübergehst, folge ich dir einfach. Da drin ist es so dunkel. Also er meint schon den hier. Aber warum ist er dann nicht da auf der anderen Seite? Ist das bescheuert. Ist das ein Bug? Ich weiß es nicht. Oder ist er so bescheuert? Ah, keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mich auch einfach ein bisschen hier mal umschauen. Vielleicht ist er ja, weiß nicht, nicht direkt hier, sondern schon ein paar Meter vorausgelaufen oder so. Keine Ahnung. Fände ich halt seltsam, weil ich vor ihm reingehe. Da würde ich ja schon erwarten, dass ich auch vor ihm rauskomme. Sitzt er vielleicht hier in dem Feuer? Nee, ne? Nö, da ist niemand. Tja, dann. Dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich laufe mal nach unten bis zum Tor vorne, wo die Paladine waren. Und falls er da dann immer noch nicht ist, dann. Tja, dann. Dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Dann teleportiere ich mich einfach zum Kloster. Und ignoriere das Ganze einfach. Ist hier was für mich? Nee. Es hat so geglänzt, so geschimmert. Könnten aber auch die Büsche gewesen sein. Und ich muss ja mal an dieser Stelle sagen, das ist mir schon aufgefallen, als ich aus dem Eisgebiet raus bin. Die Musik hier ist richtig super. Da steht er. Der Pass war doch gar nicht so schlimm, oder? Ich danke dir für die Rettung. Hier, ich habe diesen unbearbeiteten Stein auf dem Pass gefunden. Ich denke, er wird dir noch nützlich sein. Ich vermute, es ist ein Runenstein. Möge Innos dich beschützen. Hui, danke schön. Ein Runenstein. Warte mal. Das ist tatsächlich. Alles klar? Großartig. Ja, danke. Geh nur. Ich komme schon zurecht. Okay. So, ich habe. Bis zu 8 habe ich den Teleport im Palmintal. Was ich aber brauche, ist der Pass in Corinus und außerdem das Kloster. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt ist die Frage, welchen Kreis habe ich? Gibt es Neuigkeiten? Ich habe den dritten Kreis. Da sollte ich wohl eher dich fragen. Hier machen wir uns weiterhin große Sorgen. Der Hohe Rat versucht, den nächsten Schritt des Feindes herauszufinden. Sonst noch was? Nein, die Lage ist weiterhin ernst. Alles, was uns bleibt, ist Innos zu vertrauen. Ja. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Ich bin derzeit bei 3. Deine magische Kraft ist groß. Ach, Mist. Zu groß, als dass ich dir jetzt noch helfen könnte, sie zu steigern. Ach, Mist. Ich will neue Zauber lernen. Was kannst du mir denn beibringen? Feuerball? Nee. Das taugt alles irgendwie nichts, Milton. Sorry, so gut bist du nicht. Zumindest nicht als Lehrer für mich gerade. Genau, ein Mana-Punkt kostet 3 Lernpunkte. Meine Frage ist allerdings gerade eher, wenn ich jetzt auf den vierten Kreis gehen will.
Unterweise mich. Probleme hätte. Nee, auch das taugt alles nichts. Ich will mal wissen. Möge. Ja. Moment, oder kann ich sagen? Kann ich sagen, meine magische Kraft steigern? Ich will meine magische Kraft steigern. Mana, okay, plus 3. Deine magische Kraft ist gewachsen. Wenn du mehr lernst. Du kannst mir auch nicht mehr helfen. Wobei wir wissen ja, dieses ich kann dir nicht mehr helfen liegt daran, dass ich die ganzen Items anhabe, die mein Mana erhöhen. Ich möchte gerne meinen vierten Kreis lernen und wissen, wie viel das kostet. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe einen weiteren Almanach gefunden. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Parlan schickt mich. Ich will meine magische Kraft steigern. Nun, du hast viel gelernt. Und deine Kraft ist gewachsen. Von nun an sollst du von mir lernen. Ich würde gerne meinen magischen Kreis. Gute Nachrichten. Steigern. Die Wegschreine sind wieder gereinigt. Innos Kraft hat den Paladinen geholfen, dieses Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Du darfst also deine Spenden wieder ohne Bedenken und Reue an Innos entrichten. Okay. War das eine Quest, die ich hätte machen müssen? Weil ich kenn's irgendwoher. Ich habe mal einen Paladin gespielt und da hatte ich das als Quest, genau das zu tun. Hey, du. Die Wegschreine reinigen. Hab ich das hier irgendwie verpennt? Keine Ahnung. Ach, herrje, wo lerne ich denn jetzt bitte den nächsten magischen Kreis? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Von dem auch nicht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Dann ist es vielleicht da drin. Bibliothek? Bei vielleicht Karas. Hey, du. Ah, genau, da funktioniert das. Vorher aber eine Runde speichern, denn ich weiß nicht, ob es jetzt sofort passiert. Hey, und wenn es dann 20 Lernpunkte kostet, dann will ich das nämlich nicht tun. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. 5 Lernpunkte. Gut, alle Zeichen sind erfüllt. Tritt nun ein in den vierten Kreis, auf das dir die Macht der neuen Zauber inne ist. Du bist einen weiten Weg gegangen und Innos wird ihn auch weiterhin erleuchten. Dankeschön. Die Frage ist allerdings, lohnt sich das? Da muss ich mal schauen, was für Zauber es gibt im vierten Level. Der dritte Kreis. Der zweite Kreis. Dann wird das hier wohl der erste Kreis sein, nehme ich an. Yep. Wo finde ich den vierten? Das hier vielleicht? Der sechste Kreis. Nope. So weit bin ich dann doch noch nicht. Und hier ist dann der fünfte, nämlich... Ah, hier ist der vierte. Hey, hier ist der vierte. Da war ich zu schnell. Der vierte Kreis. Was haben wir hier? Großer Feuerball. Hey, das klingt gut. Golem erwecken. Untote vernichten. Großer Feuerball. Großer Feuerball klingt doch gut, oder? Schwefel und Pech. Und außerdem muss ich den großen Feuerball natürlich lernen. Hey, du. Aber ich finde, großer Feuerball klingt gut. Unterrichte mich. Unterrichte mich. Ich will den... Nope. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung. Dazu weiß ich noch zu wenig. Frag mich später nochmal danach. Ach, Menü. Den fünften... Nee, lass mal. Was macht das Studium? Ich bin noch mit der Auswertung der Indizien über die Suchenden beschäftigt. Sobald ich was weiß, werde ich dich natürlich direkt unterrichten. Okay. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn Feines? Heilpflanzen brauche ich nicht. Ach so, natürlich, ich brauche einen großen Feuerball, ne? Fällt mir ja gerade so ein. Ich brauche nämlich eine Schriftrolle des Zaubers, den ich als Rune erstellen möchte. Großer Feuerball. Okay, alles klar. Ich habe schon 2 davon, kein Problem. Ich habe gesehen, ich könnte eventuell sogar den fünften Kreis erlernen. Was könnte ich denn da machen? Eisfälle. Großer Feuersturm. Großer Feuersturm klingt natürlich auch gut, ne? Das wäre mein jetziger Zauber in besser. Hey, du. Kann ich denn den fünften Kreis schon lernen? Ich will den fünften Kreis der Magie lernen. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Nein, schade.
Schade, schade, schade. Okay, aber wenn es im fünften Kreis den fetten Feuerding gibt, den fetten Feuersturm, dann lasse ich vielleicht hier mal den Feuerball sein und hole mir stattdessen einen Blitzschlag. Ne? Weil ich habe zumindest das Gefühl, dass verschiedene Gegner auf verschiedene Schadensarten mehr oder weniger empfindlich sind. Unterrichte mich. Und deswegen würde ich dann doch gerne etwas nicht diversifizieren. Schon was rausgefunden? Also ich bin mir ja nicht sicher, aber die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Ja, ja. Welche? Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur einen Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft, um ein Loch in dieses Gefüge zu reißen. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale in unsere Welt gelangen. Oh je, das klingt nicht sehr erfreulich. So steht es in den Heiligen Schriften. Unterrichte mich. Kann ich mir auch nicht mehr helfen. Bingo. Ich hätte das nicht gedacht. Habe ich denn den Blitzschlag als... Weisheit erkennen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich habe nur einen Blitz. Mist. Dann brauche ich noch einen Blitzschlag. Warum erfahre ich das jetzt erst? Aber der Schlag war schon der richtige, ne? Unterweise mich. Das ist wirklich. Ja, ja, das war schon der richtige. Das war der richtige, auf jeden Fall. Möge. Ja. Wie viele Lernpunkte habe ich noch? 11. Das würde noch für 3 Mana-Punkte reichen. Yay! Okay, also mehr Mana wird heute nichts. Aber immerhin kann ich dann hoffentlich bald einen neuen Zauber. Ich brauche ein paar Dinge. Ich brauche Blitzschlag, bitte. Komm schon, gib mir einen Blitzschlag. Da, Blitzschlag. Einmal, vielen Dank. Und dann... Hurra, würde ich mal sagen. Hurra. Hip, hip, hurra. Ich glaube, ich habe sogar hier einen Runentisch in meinem Privatgemach. Genau, habe ich mich doch recht erinnert. Ich habe sogar einen Alchemietisch. Blitzschlag. Ohne hergestellt. Sehr schön. So lobe ich mir das. Denn ich muss ja so sagen, so alles in allem hat mich dieser Kugelblitz dann doch ein bisschen enttäuscht. Wie viel Schaden macht der? 30 bis 120. Und Blitzschlag macht halt einfach mal 150. Kostet 30 Mana, während der hier 40 Mana kostet bei 120. Also Blitzschlag ist auf jeden Fall die bessere Wahl verglichen mit Kugelblitz. So, jetzt ist schon Nachmittag. Das heißt, ich würde jetzt hier nochmal eine Runde bis zum nächsten Morgen pennen. Einfach, weil ich es kann. Und dann, tja, 11 Lernpunkte. Ich würde einfach mal sagen, ich warte die nächste Stufe ab. Dann kann ich mein Mana um 5 Punkte steigern und habe dann noch 6 Lernpunkte übrig. Ja, ich glaube, das ist sinnvoll, hier das nicht sofort auszugeben. Sondern einfach mal zu warten. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie sinnvoll was mit den paar Lernpunkten zu machen jetzt hier auf dem Weg. Eventuell könnte das ja sein. Schauen wir mal. Gut, damit wäre dieser kleine Abstecher ins Kloster soweit erledigt. Wie viel brauche ich noch bis zum nächsten Level? 11.000 Erfahrungen. Das schaffe ich auf jeden Fall nicht hier. Aber ich könnte ja... Hier gibt es ja Orks. Mal schauen. Warte mal. Ich muss mal erstmal die Zahlen angucken. Kleiner Feuersturm macht 100 Magieschaden. Blitzschlag macht 150. Das heißt, anderthalb mal so viel. Ich brauche, glaube ich, 4 Feuerstürme für einen Ork. Das heißt 400 Schaden, also müsste ich mit 3 Blitzschlägen einen Ork platt kriegen. 3 Blitzschläge sind 90 Mana. Ich kriege immer noch nur einen Ork platt damit, schade. Aber vielleicht so einen Schamanen oder so. Schauen wir doch mal. Ah, da ist ein Schamane, Schamane, Schamane. Schamane. Haha, okay, fast. Aber ich schätze mal, der Schamane hält auch ein bisschen mehr aus, hat auf jeden Fall mehr Magieresistenz. Deswegen hat er jetzt wahrscheinlich da nicht so sehr drunter gelitten, wie ich das gerne hätte. Nee, sorry. Hab nicht genug Mana für dich.
Das wird so nix. Nun denn, immerhin kann ich jetzt ein bisschen mehr Schaden machen, ne? Ich kann jetzt... Wie war's? 5 Punkte Schaden pro Mana mache ich jetzt, während der Feuersturm nur 3 Punkte Schaden pro Mana macht. Oder? Nee, wie war das? Feuersturm macht 4 pro Mana und der hier macht 5 pro Mana. Das heißt, immerhin bin ich jetzt ein bisschen effizienter, was Schaden angeht. Okay. Hä? Ich dachte gerade was über... Nee. Das war gerade seltsam. Nun denn. Ach je. Gut. Okay, also dann gehe ich jetzt wieder rüber. Und dann schaue ich doch mal, ob ich nicht den Steindrachen irgendwo finden kann. Und zwar würde ich dann sagen, ich teleportiere mich dann zur Burg und gehe über die Orkramme nach unten. Dann sollte ich eigentlich auf Biff treffen, wenn das Internet wahr spricht. Ich hoffe, das tut es. Denn wenn nicht, habe ich keine Ahnung, wo ich Biff finde und dann... Also ohne Biff bin ich komplett aufgeschmissen, zumindest hier bei den Orks. Ich weiß ja nicht, also bei den Drachen bisher habe ich eigentlich immer jemanden getroffen, der so ein bisschen geholfen hat. Ich hoffe mal, dass es bei jedem Drachen so sein wird und nicht nur bei den beiden. Wobei Silvio und Pulco auch eigentlich nicht wirklich eine Hilfe waren, um ehrlich zu sein. Aber sie waren immerhin da, das macht mich zuversichtlich, dass bei den anderen beiden Drachen auch jemand da ist, der mir helfen kann. So... Einmal hierher teleportiert. Jetzt fehlen mir 30 Mana. Dafür füttere ich 2 von denen hier. Und dann bin ich ja auch schon wieder hier, um weiterzumachen mit einem neuen Zauber. Und eigentlich würde ich dann auch gerne die Reihenfolge hier ändern, weil ich den Blitzschlag als Hauptzauber benutzen würde. Und den kleinen Feuersturm als Backup oder wenn es viele Gegner gibt, weil der ja Flächenschaden macht. So, dann würde ich hier speichern. Sicher ist sicher. Und dann schauen wir doch mal, ob ich hier irgendwo Biff finde. Er sollte hier in der Nähe sein. Angeblich. Orkkrieger Biff. Hey, wer sagt's denn? Biff. Na, Kleiner? Da ist ein Ork. Nein, nicht auf Biff. Fast Biff angegriffen, ich Depp. Fast. Habe ich aber nicht. So, 9 Gold hier, kannst du 4 haben. Ich wollte dir gerade deinen Anteil abgeben. Hä? Ist jetzt kein Anteil mehr? Okay, na dann. Wie du meinst. So, mit 2 komme ich leider nicht zurecht. Was haben wir denn hier alles? Kräuter, Kräuter, Kräuter. Okay, also. Die Drachenjagd. Es gibt verschiedene Arten von Drachen. Im Süden, hinter dem Vulkan, soll ein Drache sein. Wo ist denn bitte im Süden ein Vulkan? Ach, da. Okay, verstehe. Dann müsste ich hier links rum, wenn ich das richtig sehe, in die Berge. Waren da früher nicht Feuerwarane und so? Was soll's? Hier sind ein paar Snapper. Das wäre doch gelacht. Komm, mit Snappern werden wir fertig, oder? Biff. Komm, mit Snappern wurde ich schon ohne dich fertig. So gut sind die nicht. Nein, nicht auf Biff. Nicht auf Biff. Mann! Lass die Waffe draußen, es geht weiter. Gut. Ich schätze mal, das hier ist der Hügel, auf dem Hosh Pak residiert. Aber, lass mal. Wie viel Leben brauche ich? 90. Das heißt 50 und 4. Wobei eigentlich 3. Dann hatte ich doch nämlich hier diese Beeren und dann passt es auch wieder.
So, für Vitamine, ne? Ihr wisst ja, ist gesund. Okay, ich kann zweimal zaubern noch. So, also meine Theorie ist jetzt, dass ich hier lang muss. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ja, das ist ein Ork-Krieger. Muss nicht unbedingt sein. Wie viele sind da? Ups. Ich dachte, das ging auf denselben. Oh, hier sind das zwei bei Biff. Verdammt. Jetzt nur noch einer, okay. Ach nee, das ist Biff selber. Haha, ich dachte, das wäre eine Ork-Elite. Mist. Trifft er mich einfach. So. Das war's mit dir, du Mistvieh. Das war's mit dir, du Mistvieh. So ist es. Ich frage mich allerdings gerade, warum Biff seinen Anteil nicht mehr möchte an der Beute. Vielleicht ist er jetzt doch dazu übergegangen, das nur gelegentlich zu verlangen. Nun, was soll's. Ach, guck mal, es gibt 125. Hätte ich noch 5 Mana mehr, wäre es noch nicht mal Verschwendung. Wie praktisch. Hm. Tja, ne? Okay, ich brauche 100. Ich trinke 250er. So. Und dann sehe ich jetzt aber leider gerade auch schon, die Folge ist eigentlich schon wieder voll. Das sind über 20 Minuten. Tja, dann würde ich mal sagen, das sind 3 Orks, das muss nicht sein, wobei, einen kriege ich platt und einem kann ich Schaden zufügen. Ich kann auch einen einfrieren. Wie viel kostet ein Eisblock, wie viel Mana? Mal schauen. Eisblock kostet, wo ist er denn? Da, Eisblock kostet mal 40. Ich kann genau 3 mal zaubern, ich könnte einen einfrieren, zum Beispiel den hier. Und dann, Herr Blitz. Was zum Henker? Warum? Nee, da ist eingefroren. Okay, alles gut. Alles gut. Problem ist jetzt leider, rennt Biff auf den Eingefrorenen, weil ich dem zuerst Schaden zugefügt habe. Ist nicht so geil. 450 sogar, so eine Elite. Wow. Ich muss ja sagen, Biff ist echt super. Also, wenn es nicht übermäßig viele Orks sind. Andererseits, das liegt ja auch nicht an Biff, ehrlich gesagt. Dass wir bei der Überzahl von Orks vor der Burg da so Probleme hatten. Das liegt nicht an Biff, glaube ich. Ich glaube, das liegt einfach an der Überzahl von Orks. So, da stehen ja nochmal 9 Gold zu. Da steht ja nochmal 1 Gold zu. Ein orkisches Kriegsschwert, okay. Und immer nochmal ein Heiltrank. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass hier irgendwelche wertvollen Dinge rumliegen. Das sah so aus wie so ein kleines Lager, das man vielleicht looten kann. Aber scheinbar habe ich mich da getäuscht. Schade. Hätte ich schön gefunden. Aber gut. Soll nicht sein. Ist nicht so. Auch in Ordnung. Wie viel Mana brauche ich? 100. Exakt 100. Wie kommt's? Wie kann das sein? Hm. Da bin ich überfragt. Ach, guck mal hier. Hier ist so ein kleines Lager. Gut. Dann würde ich mal sagen, diese Folge ist wirklich schon zu lang. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum Ende. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Wenn Biff und ich vollständig geheilt sind, das werde ich nämlich offscreen machen, das dauert zu lange. Aber das muss auf jeden Fall sein, bevor wir uns hier mit diesen 4 Orks anlegen. Aber ich denke, das schaffen wir. Na, ich bin gespannt. Bis dahin. Ciao.